Erste, was ich gemacht habe. Ich bin eine Staumauer runtergelaufen. Am häufigsten trage ich meine Haare offen, weil ich das einfach am schönsten finde, aber ab und zu trage ich auch einen Pferdeschwanz. Selber würde ich mich als ziemlich ruhig bezeichnen und aber auch als sehr offen und auf jeden Fall auch ehrgeizig. Ich habe jetzt keine Ängste oder sowas. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass meine Haare trotzdem lang bleiben, weil ich jetzt nicht so der Fan von kurzen Haaren bin. Dass ich mit einem zufriedenen Gefühl heute rausgehe und dass es auf jeden Fall auch ein natürlicher Look am Ende wird. Hallo Farah. Hallo. Wie geht's? Gut. Ich habe ein klares Bild. Es ist eine sehr junge Kundin. Sie wirkt ein Stück weit introvertiert. Aber man sieht, dass sie sehr modisch ist und dass sie auch gerne probiert, aber in einem gewissen Rahmen nur probieren. Also das ist ja schon so ein bisschen Motto, was auf ihrem T-Shirt steht. Der Rebell darf so ein bisschen mehr rausgearbeitet werden. Ja, finde ich gut. Vorne im Vorderkopf Lichter gesetzt. Jetzt ist es so, dass ich noch zusätzlich zu unseren Highlights Lowlights setze. Es muss alles natürlich mit in das ganze Farbbild, was sie eh schon mitbringt, integriert werden. Fühlen sich viel voller an.